also immer am gleichen Ort auf und ab stampft, erreicht man irgendwann, dass sich die ganze Erde unter einem hindurchgedreht hat. Das ist so wie dieser Comic von Grandeur oder Grange aus dem 19. Jahrhundert, in dem in einer Sprechblase steht, ein Mann sitzt auf einem Stuhl mit halogenisierten, aufgerissenen Augen und die Haare wehen ihm horizontal vom Schädel nach hinten. Der Kommentar lautet: Dies ist der Mann, der durch seine immense Vorstellungskraft, der immensen Drehgeschwindigkeit der Erde seine Haare zum Fliegen bringen lassen konnte.